Julia, Lebensfreude, was ist das für dich? Immer wieder kleine Freude. Eigentlich, ich finde, also man muss fast jeden Tag irgendeinen freudigen Moment haben. Sonst ist es ja trüblich. Also, und selbst wenn man einen Mitarbeiter sieht und hat einen Spaß gerade oder macht ein tolles Gespräch oder sowas. Also ich glaube, man muss da einen Blick für haben oder wollen auch, dass man es entdeckt, dass man einfach so den Tag auch Revue passieren lässt. Das mache ich abends häufig im Bett, dass ich so nochmal nachdenke, oh, wie war denn der Tag? Fällt einem ein Mensch, wie voll der Tag war? Und dann fallen einem so nette Begegnungen auch ein und das ist was Schönes, wirklich. Oder wenn mir ein Buch in die Hand gefallen ist und auf das freue ich mich. Weißt du, in den vergangenen 20 Jahren, sicherlich sind es Erlebnisse mit Familie, mit meinem Partner, ganz eng mit Freunden. Ich habe einen engen Freundeskreis, so von so eine Gruppe, wir sind so eine Vierergruppe und es gibt noch so eine Vierergruppe. Wir fahren jeweils einmal im Jahr zusammen weg. Ich bin meist die, die später kommt, dafür aber auch wieder früher los muss, aber ich bin dabei. Und das halten wir seit über 20 Jahren durch. Das sind so Freudenmomente, sowas. Und als mein Wahlkreis gewonnen hatte, das erste Mal seitdem es diesen Wahlkreis gibt für die CDU, damals 2005 ist das gewesen, vor allen Dingen, weil sich ein ganzes Team, also da war das Auto zu klein, als der Anruf kam, dass wir den Wahlkreis gewonnen hatten und meine Mitarbeiterin war. Also solche Dinge halt, die freuen einen dann. Das sind so, ich glaube, die größten Momente, die einem auch bleiben, sind die Momente, wo sich andere mitgefreut haben. Also wo man nicht eine stille, heimliche Freude für sich hatte, sondern wo man es rauslassen konnte mit allen zusammen. Mhm. Hattest du heute schon einen Moment, worüber du dich gefreut hast? Ja, so paradox es klingt, erstmal natürlich dich zu sehen. Nein, aber so paradox es klingt, ich war heute auf einer Beerdigung. Und das, ich muss sagen, es war mit die beeindruckendste Trauerfeier, die ich seit langem hatte. Nicht, weil so viele Leute da waren, es waren gar nicht so viele Leute. Es war eine ehemalige Staatssekretärin, eine ältere Dame, 87 ist sie gewesen. Die war eine Vorkämpferin für Frauenrechte, eine ganz starke Frau. Und ich habe erkannt, je mehr die Reden gehalten, es waren drei Reden und eine ganz tolle Ansprache vom Dekan, da habe ich gedacht, Mensch, was eine Frau mit Format. Und es war auf einmal, statt Trauerfeier, alle sind so trübselig, hatte ich unglaublich viel Kraft ausgestrahlt. Dann hatte ich heute so tolle, den Weg zum Grab, und dann redet man da miteinander. Und es ist irgendwie paradox, dass man sagt, an der Beerdigung, freudige Momente, das war heute beeindruckend, muss ich sagen. Das haben die anderen auch so geteilt und wenn man das dann miteinander teilt, das bleibt hängen im Tagesablauf. Was würde dir die Lebensfreude oder was hat dir die Lebensfreude schon genommen? Die Lebensfreude, ich glaube, Lebensfreude ist was Permanentes und Glücksmomente sind was Punktuelles. Und Lebensfreude, also wenn ich so mein Leben oder meine Konstitution betrachte, sehe ich mich als lebensfroher und lebenszugewandter Mensch. Das ja, und insofern ist er mir nicht genommen worden bisher. Dass es aber Momente gab, wo man dann trauriger mal ist oder sowas, oder was könnte mir sie nehmen? Also sagen wir so, dass das Eltern sich trennen und so, das ist schon ein Einschnitt. Und was sind Krisen? Trennungen sind, selbst wenn man Selbsttrennung hat, sind Krisen. Auch mal mit Freunden. Das auch, dass mein Freund sagte, Mensch, wenn du weiter so machst und so getaktest, dann machen wir mit also wirklich Freundschaft, also nicht eine Paarbeziehung, sondern eine Freundschaft, dann machen wir einen Cut. Und das weiß ich wie heute noch, wirklich ein Lebensfreund von mir. Wir begleiten uns seit vielen Jahrzehnten, seit der Uni. Und da habe ich dann, das war damals auch so ein Warnschuss, da bin ich nur gelaufen, war ich noch Staatssekretärin, alles zusammen. Und das war dann so, das war wirklich für mich so eine Krise, so ein Warnschuss. Und da habe ich dann alle Termine auch abgesagt, dass so, jetzt fahre ich zu dir und jetzt reden wir. Und da habe ich dann wieder gemerkt, dass aus so einer Krise dann so ein Umdenken ist und das hat mich dann auch wieder stärker gemacht, aber auch unsere Freundschaft dann wiederum stärker gemacht. Mhm. Aber wie gehst du mit so einer Krise um? Sehr unterschiedlich. Ich glaube, sehr unterschiedlich. Also ich bin keine, die dann so in eine Übersprunghandlung geht. Das heißt, um sich jetzt komplett abzulenken, gibt ja den Typus feiern, wegfahren, ablenken oder fast betäuben. Das bin ich überhaupt nicht. Also da gehe ich erstmal auch in mich dann rein. Also manchmal fresse ich das erstmal so in mich rein, weil ich denke, Mensch, wenn ich jetzt von allen anderen da irgendwie auch noch die Atmo mitkriege, dann zieht das ja erst recht runter. Also ich beschäftige mich da erstmal mit mir selbst, brauche dann so meine Ruhe. Aber häufig ist es auch, wenn mich was dann beschäftigt, dass ich das bespreche. Also wirklich mit Vertrauenspersonen. Und im Beruf müssen es ja nicht immer die eigenen die Familienmitglieder sein. Die will ich ja dann auch nicht belasten, sondern Mitarbeiter, denen ich gut vertraue, wo ich auch sage, Mensch, ihr werdet bezahlt für den Widerspruch. Ja, auch, und nicht, dass ich da Applaus kriege, sondern dass man da zusammensitzt und dann kann sogar aus etwas,
was Niedergeschlagenheit oder Enttäuschung vielleicht mal ist, sogar ein neues Kraftzentrum entstehen. Wenn ich dich nach deinen Stärken frage, was sind das? Mal schwierig, das selbst zu sagen. Stärken. Also ich empfinde mich als belastbar. Also mich haut so schnell jetzt irgendwie nichts um, so dass ich sage, komm, anpacken geht irgendwie. Ich hatte mal jemand geländegängig genannt, seitdem sage ich es dann auch. Also also bin jetzt auch nicht irgendwie pinzig oder sowas und brauche wenig Schlaf. Schlaf wird überbewertet, meine These. Und ja, ich glaube, dass so eine gewisse Heiterkeit und Lust am Humor, auch sagen wir, am intelligenten Witz und sowas einen sehr durch den Tag tragen kann. Weil du sagst, wenig Schlaf. Ich hatte in einem der Interviews auch schon gehört, dass jemand sagte, gerade viel Schlaf. Also das wäre eine der wichtigen Punkte für diejenige, dass sie sagt, ich muss auf meinen Schlaf achten, ich muss auf mich achten, um Lebensfreude zu empfinden. Absolut, kann ich absolut nachempfinden. Nur ich habe keine Zeit. Das ist mein Punkt. Achtest du zu wenig auf dich? Ja, manchmal. Mhm. Also schlafen ist, also wenn ich weiß, dass ich einen Sonntag frei habe, was wirklich echt Luxus ist, dann gibt es da ein Ritual. Ausschlafen oder in den Gottesdienst gehen. Du machst gerne sonntagsabends in den Gottesdienst gehen. Das ist dann auch was Schönes, um so in die Woche reinzugehen. Aber dann gemeinsam frühstücken, Sonntagszeitungen lesen und einfach laufen lassen, die Musik, Lounge-Musik im Hintergrund haben und es dann einfach laufen lassen. Das ist für mich, das ist dann Achten auf mich. Und in der Tat gehört dann auch Schlaf dazu, aber dann ist halt, ich werde aber unruhig und unglücklich, wenn ich mir den Schlaf nehmen würde und würde aber meiner Aufgabe oder meiner Pflicht, so altbacken sich das anhört, nicht gerecht werden. Das wird mich dann wieder unruhig machen. Mhm. Also da achte ich genug auf mich? Ich weiß es nicht. Also ist die Frage. Unterm Schnitt schon, sonst könnte ich es ja gar nicht machen. Aber die Frage ist natürlich auch, was versteht man drunter, auf sich achten? Der eine sagt, naja, wenn ich einmal in der Woche zur Massage gehe, ist auf mich geachtet. Und für mich ist es so, wenn ich heimkomme und auch spät heimkomme, will ich dem Tag immer noch was abtrotzen. Also ich komme häufig sehr spät heim und das Abtrotzen ist, dass ich Musik anmache oder dass wir uns zusammenhocken, ein Glas Wein trinken oder nochmal einen Fernseher machen oder ein Buch lesen. Also was ich nicht mache, und das wird mich unglücklich machen, morgens aufstehen, losmarschieren, abends heimkommen, ins Bett legen, schlafen. Ich muss irgendwie noch spüren, dass da ein Teil ist, der so mir gehört. Mhm. Das ist mein auf mich achten dann eher. Mhm. Hat es auch was mit Grenzen setzen zu tun? Sicherlich, aber Grenzen sind sehr volatil. Also sind sehr, wie soll ich sagen, hätte ich vor 13 Jahren, da habe ich begonnen mit Politik, 13, 14 Jahren, damals gespürt, einmal spüren können, wie es mir heute geht, hätte ich das bestimmt nie gemacht. Aber wenn man drin ist und dann ist man auch immer fähiger, je nachdem, je sicherer man auch wird und belastbarer man wird, die Grenzen selbst auch zu verschieben. Das kann ein Segen sein, kann aber auch ein Fluch sein, weil man immer noch mal was rausholt, glaube ich. Ja. Du bist der Typ, der immer noch mal was rausholt. Mhm. Ja. Das heißt also, bei dir ist die Lebensfreude sehr da, weil sie in dir drinnen ist, aber so diese typischen Sachen, was ich jetzt oft gehört habe, tust du aktiv nicht, nämlich ganz arg auf dich achten, wirklich ganz bewusst dein Leben zu gestalten, beziehungsweise auch klar Grenzen zu setzen und sehr konsequent zu sein. Teilweise. Mhm. Es gibt schon so Inseln, wo ich sage, so, jetzt muss ich mal nach Guldenthal fahren, zu Hause bei der Familie vorbeischauen und da ist, sagen wir mal, bewusste Lebensfreude, was für andere Alltag wäre, dass ich sage, ich bin zum Kaffee trinken da und ich bringe Kuchen mit oder wir backen zusammen Waffeln. Da wird jeder sagen, Mensch, ist das banal. Aber das ist sowas, da weiß ich, wenn ich dann wieder im Auto sitze und weiterfahre, dass mir das echt Lebensfreude bringt, wo ich sage, so, das haben wir auf der Habenseite. Ja, für das Miteinander. Und wenn ich sehe, mein Vater ist schon 80, dann denke ich mir, naja, wer weiß, wie lange er noch lebt. Und das haben wir auf der Habenseite, dieses gemeinsame Zusammensitzen. Das dann schon. So etwas. Und dass ich dann in den Kalender gucke und dann auch, wie gesagt, mit den Freundeskreisen sage, ah, da im Oktober versuchen wir da mal die 2 Tage oder jetzt gibt es einen federweise Abend bei einem Freund. Und ich habe jetzt wirklich rumgeschoben, dass wir doch da sein können. Mhm. Und das ist dann Lebensfreude. Es gibt seit, ich glaube, auch 21 Jahren der 2. Weihnachtsfeiertag. Da geht nichts dran vorbei, auch wenn die besten Urlaubspläne da sind. 2. Weihnachtsfeiertag Turkey essen. Truthahn essen, wirklich mit einer festgesetzten Gruppe. Und
wer da einmal ausbricht, das geht gar nicht. Aber das ist so ein Punkt, wo ich schon sage, da würde ich auch nie mit mir verhandeln lassen, dieser Termin steht. Mhm. Und der bringt mir Lebensfreude. Und der wird mich, das wird mich tief unglücklich machen, wenn ich am schönsten Ort der Welt sitzen würde und nicht dort. Mhm. Ist das Thema Selbstliebe ein Thema für dich? Das ist was zutiefst Christliches. Es gibt das Vierfachgebot der Liebe. Und dieses, was heißt Gebot, das Angebot eigentlich, ja. Botschaft Jesu, dass er sagt, also erstmal die Eigenliebe ist das Entscheidende. Also sich anzunehmen. Wenn man mit sich selbst hadert, ist man echt eine Belastung für andere. Also wer mit sich selbst hadert, kann kein Segen für andere sein. Und dieses Vierfachgebot ist, also wenn man gläubig ist, diese Gottesliebe, dann ist die Eigenliebe, die Nächstenliebe und sogar die Feindesliebe ganz revolutionär. Mhm. Das ist natürlich ein Hammer, ja, sowas. Das kriegt natürlich auch nicht jeder und kriegt keiner hin, ne, den ganzen Tag. Aber so die Eigenliebe oder dieses, ja, Eigenliebe ist schon dieses sich selbst annehmen und so wie man ist. Klar, nimmt man mal ein paar Kilo zu oder ab oder der eine sagt, die Haarfarbe gefällt mir nicht oder sowas. Aber man macht es ja, weil man sagt, ich kümmere mich jetzt um mich, der eine mehr oder weniger. Aber sich selber anzunehmen, ist eine Grundvoraussetzung, um glücklich zu sein. Stell dir mal vor, die Situation, du stehst vor so einer Klasse von 16-Jährigen und hältst einen Unterricht über das Thema Lebensfreude. Mhm. Was würdest du denen sagen können, was man tun kann? Wie wichtig ist Lebensfreude und was kann man selber dafür tun? Lebensfreude ist überlebenswichtig. Lebensfreude gestaltet den Tag oder gestaltet die Verortung im Leben. Und Lebensfreude hat was mit Gesundheit zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Zustand, auch, ist ja auch psychosomatisch dann, aber dass der Zustand ganz viel damit zu tun hat, ob es mir dann auch gut geht, ob es auch anderen gut geht. Und man kann einiges für Lebensfreude tun, meistens die Banalitäten. Also es ist nicht die weiteste Reise für die Lebensfreude, sondern Natur spielt da bei mir eine ganz große Rolle, rauszugehen. Also für mich ist das ein Aha-Effekt, wenn die Sonne scheint, wenn man draußen ist oder wenn der Herbst kommt oder also diese Jahreszeit und Natur zu erleben, nicht nur in der Schönheit, sondern auch in der Rauheit. Gerüche, Erinnerungen, das sind für mich auch ein Stück Lebensfreude und dafür kann man echt was tun. Also sich konzentrieren auf Dinge und man spricht ja von dieser Head-Down-Generation, das sind die, die immer aufs Handy gucken. Einfach mal Kopf hoch. Also wenn man nach unten guckt, sieht man meist nur Schatten. Sonne sieht man, wenn man hochguckt. Da muss ich mich manchmal natürlich auch zuzwingen, weil ich viel mit E-Mails, Handy, Tablet und so zu tun habe. Aber dies so Natur wahrnehmen, Luft wahrnehmen, rausgehen. Da würde ich den jungen Leuten sagen, das Leben gibt es nicht kostenlos und den Erfolg auch nicht. Also das gute Leben, meine ich. Aber das gute Leben und die Lebensfreude hat nicht nur etwas mit Verdienst und Konsum zu tun, sondern mit der jeweiligen Balance. Und dass man sich auch nicht überfordert, das glaube ich, ist es auch. Gibt es eine Erkenntnis in deinem Leben, wo du sagst, so, das ist so das, was ich momentan jetzt in meinem Alter mir als den Satz oder die Erkenntnis übers Bett hängen würde? Mhm. Humor hilft. Das ist es. Humor hilft, Genuss hilft. Und was hilft, ist anderen zu helfen. Das tut unglaublich gut. Es ist ja nicht nur so, dass der Empfänger was hat und helfen kann ja sehr unterschiedlich sein, sondern man hat selbst auch helfen, weil das auch Sinn gibt. Gell?